Herr Präsident, meine Herren Richter. Krieg ist ein grausam Ding. Und er schleppt in seinem Gefolge Unrecht und Übeltaten die Menge. Mit diesen Worten Plutarchs beginnt Hugo Grotius seine Untersuchung über die Verantwortung für Kriegsverbrechen. Und sie sind heute so wahr wie vor 2000 Jahren. Zu allen Zeiten sind von den kriegführenden Taten begangen worden, die Kriegsverbrechen waren oder von der Gegenseite als solche angesehen wurden. Aus dieser Tatsache sind aber immer nur gegenüber den Besiegten Konsequenzen gezogen worden. Niemals gegenüber den Siegern. Das Recht, das hier angewendet wurde, war also notwendig immer das Recht des Stärkeren. Während im Landkriege seit Jahrhunderten einigermaßen feste Regeln die Kriegshandlung beherrschten, sind in den Siegkriegen von jeher die völkerrechtlichen Auffassungen der Beteiligten scharf aufeinandergeprallt. Niemand weiß besser als die britischen Staatsmänner, wie sehr diese Auffassungen diktiert werden von den nationalen und wirtschaftlichen Interessen. Ich berufe mich dafür auf bekannte Zeugen wie Lord Fisher und Lord Edward Grey. Wenn daher jemals in der Geschichte eine Seemacht auf den Gedanken verfallen wäre, einem besiegten feindlichen Admiral den Prozess zu machen, und zwar aufgrund ihrer eigenen Anschauungen vom Seekriegsrecht, so wäre mit der Anklage auch bereits das Urteil gesprochen gewesen. In diesem Verfahren ist nun Anklage erhoben worden gegen zwei Admirale wegen eines Seekrieges, der als verbrecherisch bezeichnet wird. Das Tribunal steht also vor der Entscheidung über Rechtsauffassungen, die notwendig so entgegengesetzt sind wie die Interessen einer Seemacht gegenüber denen einer Kontinentalmacht. Mit dieser Entscheidung ist nicht allein das Schicksal dieser beiden Admirale verknüpft. Hier geht es auch um den ehrlichen Namen von Hunderttausenden deutscher Seeleute, die einer guten Sache zu dienen glaubten und die es nicht verdient haben, vor der Geschichte als Piraten und Mörder gebrandmarkt zu werden. Diesen Männern, den Lebenden wie den Toten, fühle ich mich verpflichtet, wenn ich es unternehme, die Anklagen gegen den deutschen Seekrieg zurückzuweisen. Welches sind diese Anklagen? Sie gliedern sich in zwei große Gruppen. Unberechtigte Versenkung von Schiffen und vorsätzliche Tötung von Schiffbrüchigen. Ich befasse mich zunächst mit dem Vorwurf der unberechtigten Versenkung von Schiffen. Das Kernstück der Anklage hierzu bilden zwei Berichte von Herrn Roger Allen aus dem britischen Auswärtigen Amt vom Herbst 1940 und Frühjahr 1941. Ich weiß nicht, an wen und zu welchem Zweck diese Berichte gemacht worden sind. Nach Form und Inhalt scheinen sie mir der Propaganda zu dienen. Und ich halte schon aus diesem Grunde ihren Beweiswert für gering. Sogar die Anklage hat nur einen Teil der dort erhobenen Vorwürfe vorgebracht. Die Berichte führen nämlich nur ein Fünftel der angeblich ungesetzlichen Angriffe, die sie zusammenrechnen, auf U-Boote, dagegen vier Fünftel auf Minen, Flugzeuge oder über Wasserstreitkräfte zurück. Diese vier Fünftel lässt die Anklage fallen. Und man mag sich diese Zurückhaltung daraus erklären, dass die Verwendung dieser Kampfmittel auf britischer Seite sich in nichts unterscheidet von der auf deutscher Seite. Beim Einsatz der U-Boote dagegen scheint ein Unterschied zu bestehen zwischen den Grundsätzen der deutschen Seekriegsführung und denen unserer Gegner. Jedenfalls hat das während des Krieges die Öffentlichkeit in den feindlichen und in vielen neutralen Ländern geglaubt. Und glaubt es wohl zum Teil auch heute noch. Die Propaganda beherrschte das Feld.
Dabei wusste die große Masse aller Kritiker weder genau, welche Grundsätze überhaupt für den deutschen U-Boot-Krieg galten, noch auf welchen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen sie beruhten. Es wird meine Aufgabe sein, zu versuchen, das klarzustellen. Die Berichte von Herrn Roger Ehlen gipfeln in der Behauptung, die deutschen U-Boote hätten vom Sommer 1940 an alles torpediert, was ihnen vor die Rohre kam. Ohne Zweifel haben sich die Methoden des U-Boot-Krieges unter dem Druck der gegen Deutschland gerichteten Maßnahmen allmählich verschärft, die nur von dem Gesetz der Zweckmäßigkeit beherrscht gewesen wären. Vieles, was für das U-Boot zweckmäßig gewesen wäre, ist bis zum letzten Tage des Krieges unterblieben, weil es rechtlich als unzulässig anzusehen war. Und alle Maßnahmen, die heute von der Anklage der deutschen Seekriegsführung vorgeworfen werden, waren das Ergebnis einer Entwicklung, an der, wie bei jeder Entwicklung im Kriege, beide Seiten durch Zug und Gegenzug beteiligt waren. Die rechtliche Grundlage für den deutschen U-Boot-Krieg zu Beginn dieses Krieges bildete das Londoner Protokoll von 1936. Diese Bestimmungen wurden wörtlich übernommen in den Artikeln 74 der deutschen Prisenordnung, die sogar von Herrn Roger Ehlen als vernünftiges und nicht unhumanes Instrument bezeichnet wird. Diese Prisenordnung ging im Entwurf 1938 an die beiden damals vorhandenen U-Boot-Flottillen und die U-Boot-Schule und diente als Grundlage für die Ausbildung der Kommandanten. Das Anhalten und Durchsuchen von Handelsschiffen wurde als taktische Aufgabe geübt. Um den Kommandanten im Handelskrieg eine schnelle und richtige Beurteilung der Rechtslage gegenüber Schiff und Ladung des Feindes und des Neutralen zu erleichtern, wurde die Prisenscheibe konstruiert, die durch einfache Handgriffe Hinweise auf die anzuwendenden Artikel der Prisenordnung gibt. Soweit daher für den Handelskrieg durch U-Boote überhaupt Vorbereitungen getroffen waren, beruhten sie ausschließlich auf der deutschen Prisenordnung und damit auf dem Londoner Protokoll. An dieser rechtlichen Grundlage hielt das deutsche Oberkommando bei Kriegsausbruch auch tatsächlich fest. Die Kampfanweisung für U-Boote vom 3. September 1939 befiehlt klipp und klar U-Boot-Krieg nach Prisenordnung. Versenkungen waren demnach nur zulässig nach Anhaltung und Durchsuchung, es sei denn, dass das Schiff zu entkommen versuchte oder Widerstand leistete. Dem Tribunal sind einige Beispiele vorgelegt worden, aus der Fülle der möglichen Beispiele, dafür, in welchem ritterlichen Geiste sich die deutschen U-Boot-Kommandanten an die erlassenen Weisungen hielten. Insbesondere die Fürsorge für die Besatzung der Schiffe, die nach Anhaltung und Untersuchung rechtmäßig versenkt wurden, vollzog sich zum Teil in einem Umfang, der militärisch kaum zu verantworten war. Rettungsboote wurden über lange Strecken geschleppt und damit die wenigen vorhandenen U-Boote ihrem Kampfauftrag entzogen. Feindliche Dampfer, deren Versenkung rechtmäßig gewesen wäre, ließ man laufen, um mit ihnen die Besatzungen früher versenkter Schiffe an Land zu geben. Es ist daher nur richtig, wenn Herr Roger Ehlen feststellt, dass sich die deutschen U-Boote in den ersten Wochen des Krieges streng an die Londoner Regeln hielten. Weshalb ist es nun nicht bei diesem Verfahren geblieben? Weil das Verhalten der Gegenseite ein solches Verfahren militärisch unmöglich machte und zugleich die rechtlichen Voraussetzungen für seine Abänderung schuf. Ich betrachte zunächst die militärische Seite. Gleich vom ersten Tage des Krieges an liefen beim Befehlshaber der U-Boote und bei der Seekriegsleitung die Meldungen der U-Boote darüber ein, dass kaum ein feindliches Schiff sich freiwillig der Anhaltung und Durchsuchung unterwarf. Die Handelsschiffe begnügten sich nicht mit dem Versuch zu entkommen, sei es durch Flucht, sei es dadurch, dass sie auf das U-Boot zudrehten und es so zum Tauchen zwangen. Vielmehr wurde jedes gesichtete U-Boot sofort durch Funkspruch gemeldet
und dann in kürzester Zeit von feindlichen Flugzeugen oder Seestreitkräften angegriffen. Den Ausschlag gab jedoch die vollständige Bewaffnung der feindlichen Handelsschiffe. Bereits am 6. September 1939 wurde ein deutsches U-Boot von dem britischen Dampfer Mannerar mit Artillerie beschossen. Und das war der Startschuss für die große Auseinandersetzung, die stattfand zwischen dem U-Boot auf der einen und dem bewaffneten, mit Kanonen und Wasserbomben ausgerüsteten Handelsschiff auf der anderen Seite als gleichwertigen militärischen Gegnern. Für die Wirkung all dieser Maßnahmen des Gegners habe ich dem Tribunal einige Beispiele vorgelegt, die ich nicht wiederholen möchte. Sie zeigen eindeutig, dass ein weiteres Vorgehen gegen feindliche Handelsschiffe nach Prisenordnung militärisch nicht mehr möglich und für das U-Boot selbstmörderisch war. Trotzdem beließ es die deutsche Führung noch wochenlang bei dem Verfahren nach Prisenordnung. Erst nachdem feststand, dass sich bei den Aktionen der feindlichen Handelsschiffe, insbesondere bei der Verwendung der Waffen, nicht um Einzelfälle handelte, sondern um allgemein befohlene Maßnahmen, erging am 4. Oktober 1939 der Befehl zum warnungslosen Angriff auf alle bewaffneten feindlichen Handelsschiffe. Die Anklage wird vielleicht den Standpunkt vertreten, dass stattdessen der U-Boot-Krieg gegen bewaffnete Handelsschiffe hätte eingestellt werden müssen. Im letzten Kriege sind zu Lande wie aus der Luft die furchtbarsten Kriegsmittel von beiden Seiten rücksichtslos eingesetzt worden. Angesichts dieser Erfahrung lässt sich heute kaum die These vertreten, dass im Seekrieg einem Kriegführenden der Verzicht auf ein wirksames Kriegsmittel zuzumuten ist, nachdem der Gegner durch seine Maßnahmen die Anwendung in den bisherigen Formen unmöglich gemacht hat. Ein solcher Verzicht könnte jedenfalls nur dann überhaupt erwogen werden, wenn die neuartige Anwendung des Kriegsmittels einwandfrei ungesetzlich wäre. Das ist aber bei dem Einsatz der deutschen U-Boote gegenüber der feindlichen Handelsschifffahrt deswegen nicht der Fall, weil die feindlichen Maßnahmen außer der militärischen auch die rechtliche Lage verändert haben. Die deutsche Rechtsauffassung ging jedenfalls dahin, dass ein zum Kampf ausgerüstetes und eingesetztes Schiff nicht unter den Schutz vor warnungsloser Versenkung fällt, den das Londoner Protokoll dem Handelsschiff zuerkennt. Ich betone ausdrücklich, dass damit dem Handelsschiff nicht das Recht bestritten wird, sich zu bewaffnen und zu kämpfen. Es wird lediglich aus dieser Tatsache die Folgerung gezogen, die sich in der bekannten Formel widerspiegelt: Wer Waffenhilfe in Anspruch nimmt, muss Waffeneinsatz gewärtigen. Die Anklage hat im Kreuzverhör eine derartige Auslegung des Londoner Protokolls als fraudulös bezeichnet. Sie will in engster wörtlicher Interpretation die Versenkung eines Handelsschiffs nur dann als zulässig ansehen, nachdem dieses aktiven Widerstand geleistet hat. Es ist nicht erstmalig, dass über die Auslegung eines Vertrages grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern herrschen und die recht verschiedenartige Auffassung von der Bedeutung des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 bietet ein sehr aktuelles Beispiel dafür. Aus der Verschiedenheit der Auffassung lässt sich also keinesfalls der Schluss ziehen, dass der eine oder andere Teil bei der Unterzeichnung oder späteren Auslegung eines Vertrages fraudulös gehandelt habe. Wie unberechtigt dieser Vorwurf auch gegenüber der deutschen Auslegung des Londoner U-Boot-Protokolls ist, werde ich zu zeigen suchen. Zwei Begriffe sind es, bei denen die deutsche Auslegung ansetzt, nämlich Handelsschiff und Leistung aktiven Widerstandes. Wenn ich nunmehr auf rechtliche Fragen eingehe, so soll das keinesfalls eine umfassende Erörterung darstellen. Ich kann die Probleme nur anschneiden und muss mich auch bei der Erwähnung wissenschaftlicher Quellen aus Zeitmangel beschränken. Bevorzugt werde ich dabei auf amerikanische Quellen hinweisen, weil die seestrategischen Interessen dieser Nation nicht so festgelegt waren,
wie die der europäischen Nationen und ihre Wissenschaft daher wohl in besonderem Maße Anspruch auf Objektivität erheben kann. Der Text des Londoner Protokolls von 1936 beruht bekanntlich auf einer Erklärung, die auf der Londoner Seekonferenz von 1930 unterzeichnet worden war. Über den viel umstrittenen Begriff des Handelsschiffs äußerte sich das damals eingesetzte Juristenkomitee mit dem Bericht vom 3. April 1930. The committee wished to place on record that the expression merchant vessel, where it is employed in the declaration, is not to be understood as including a merchant vessel, which is at the moment participating in hostilities in such a manner as to cause her to lose her right to the immunities of a merchant vessel. Diese Definition macht zumindest das eine klar, dass keinesfalls jedes Schiff, das eine Handelsflagge führt, Anspruch auf Behandlung als Handelsschiff im Sinne des Londoner Abkommens hat. Darüber hinaus gibt die Erläuterung nur wenig Positives. Denn die Frage, durch welche Teilnahme an Feindseligkeiten ein Schiff das Recht auf die Immunität eines Handelsschiffs verliert, ist erneut der Auslegung der einzelnen Vertragspartner unterworfen. Die Londoner Konferenz hat sich, soweit ich sehe, mit dieser heiklen Frage nicht weiter befasst. Und man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass diese erstaunliche Zurückhaltung auf Erfahrungen beruht, die die gleichen Mächte 8 Jahre vorher in Washington gesammelt hatten. Die Konferenz von Washington 1922 stand noch frisch unter den Eindrücken des Ersten Weltkrieges. Und es ist daher kein Wunder, wenn die Seemacht, die unter dem deutschen U-Boot-Krieg im Weltkriege am meisten gelitten hatte, Großbritannien, nunmehr versuchte, den Handelskrieg durch U-Boote überhaupt völkerrechtlich zu ächten und abzuschaffen. Diesem Ziel diente die nach dem amerikanischen Hauptdelegierten Root benannte Resolution, die in ihrem ersten Teil im Wesentlichen dem Londoner Text von 1930 entspricht. Im zweiten Teil geht die Root-Resolution aber weiter und sieht vor, dass jeder Kommandant als Kriegsverbrecher wie ein Seeräuber bestraft werden soll, der, gleich viel ob mit oder ohne höheren Befehl, die für die Versenkung von Handelsschiffen aufgestellten Regeln verletzt. Schließlich wird anerkannt, dass ein Handelskrieg durch U-Boote unter den in der Resolution festgelegten Voraussetzungen nicht möglich sei und daher der Verzicht der Vertragsmächte auf den Handelskrieg durch U-Boote überhaupt ausgesprochen. Die Root-Resolution bezeichnet diese Grundsätze als anerkannten Teil des Völkerrechts. Als solche wurden sie zwar von den Delegierten angenommen, aber von keiner der 5 beteiligten Seemächte, USA, England, Frankreich, Japan und Italien, ratifiziert. Anlässlich der Root-Resolution kam aber auch noch eine andere Frage zur Sprache, die für die Auslegung des Londoner Protokolls von größter Bedeutung ist, nämlich der Begriff des Handelsschiffs. Hier zeigten sich klar die 2 in der ganzen U-Boot-Frage bestehenden Fronten. Auf der einen Seite stand England, auf der anderen Frankreich, Italien und Japan, während die USA eine vermittelte Stellung einnahmen. Nach dem Protokoll der Konferenz von Washington leitete der italienische Delegierte, Senator Schanzer, den Vorstoß der schwächeren Seemächte ein und betonte ausdrücklich, dass ein regulär bewaffnetes Handelsschiff von einem U-Boot ohne weiteres angegriffen werden könne. Schanzer wiederholte in einer späteren Sitzung die Feststellung, dass die italienische Delegation den Ausdruck Handelsschiff in der Resolution nur auf unbewaffnete Handelsschiffe beziehe. Er bezeichnete das als ausdrücklich in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des Völkerrechts. Der französische Delegierte, Monsieur Sarraut, erhielt damals von Außenminister Briand die Weisung, sich den Vorbehalten des italienischen Delegierten anzuschließen. Er beantragte daraufhin, die italienischen Vorbehalte im Sitzungsprotokoll festzulegen. Der japanische Delegierte, Hanihara, unterstützte diese Richtung mit der Erklärung, er halte es für klar, dass Handelsschiffe, die sich mit militärischer Unterstützung des Feindes befassten, tatsächlich aufhörten, Handelsschiffe zu sein.
Man kann also wohl feststellen, dass 1922 drei von den fünf vertretenen Mächten ihre Auffassung dahin ausdrückten, dass bewaffnete Handelsschiffe nicht als Handelsschiffe im Sinne des Abkommens anzusehen seien. Da an dieser Meinungsverschiedenheit die ganze Resolution zu scheitern drohte, wurde ein Ausweg gefunden, der typisch für derartige Konferenzen ist. Ruth schloss die Debatte mit der Erklärung, die Resolution gelte seiner Ansicht nach für alle Handelsschiffe, solange das Schiff ein Handelsschiff bleibe. Mit diesem Kompromiss kam eine Formel zustande, die zwar einen momentanen politischen Erfolg darstellen konnte, der aber eine wirkliche Bedeutung für den Kriegsfall nicht zukam. Denn es blieb jeder beteiligten Macht überlassen, ob sie im Kriegsfall dem bewaffneten Handelsschiff den Schutz der Resolution zubilligen wollte oder nicht. Ich habe diese Vorgänge des Jahres 1922 näher dargelegt, weil an ihnen die gleichen Mächte beteiligt waren, zwischen denen die Flottenkonferenz von 1930 stattfand. Die Londoner Konferenz war die Fortsetzung der von Washington, und was auf der ersten besprochen und protokolliert worden war, hatte seine volle Bedeutung für die zweite. Auch die Wissenschaft, und zwar keineswegs nur die deutsche, sondern besonders die amerikanische und die französische, haben diese enge Verbindung der beiden Konferenzen ihren Untersuchungen zugrunde gelegt. Und gerade deshalb, das in der Unterseebootsfrage erzielte Ergebnis als zweideutig und unbefriedigend erklärt. Ich möchte hier nur verweisen auf den zusammenfassenden Bericht von Wilson über den Londoner Flottenvertrag. Gerade dort ist auch neben der Zweideutigkeit des Begriffs Handelsschiff auf die Ungewissheit hingewiesen, die mit den Worten aktiver Widerstand verbunden ist. Und gerade an diese Worte knüpft sich eine Ausnahme von dem Schutz der Handelsschiffe, die ebenfalls aus dem Wortlaut des Londoner Protokolls nicht hervorgeht, aber trotzdem allgemein anerkannt ist. Ich meine Handelsschiffe im feindlichen Geleit. Bei einer wörtlichen Auslegung des Londoner Abkommens müsste man die Auffassung vertreten, dass auch Handelsschiffe im feindlichen Geleit nicht warnungslos angegriffen werden durften, sondern dass ein angreifendes Kriegsschiff eben zunächst die Geleitfahrzeuge niederkämpfen müsse, um dann die Handelsschiffe anzuhalten und zu durchsuchen. Diese militärisch unmögliche Forderung wird aber auch von der Anklage offensichtlich nicht gestellt. In dem mehrfach erwähnten Bericht des britischen Foreign Office heißt es: Ships sailing in enemy convoys are usually deemed to be guilty of forcible resistance and therefore liable to be sunk forthwith. Hier lässt also auch die Anklage eine Auslegung der Worte aktiver Widerstand zu. Eine Auslegung, die sich in keiner Weise aus dem Vertrag selbst ergibt, sondern einfach eine Folge des militärisch Notwendigen und damit ein Gebot des gesunden Menschenverstandes ist. Und gerade derselbe gesunde Menschenverstand gebietet es auch, das bewaffnete Handelsschiff genauso als schuldig des gewaltsamen Widerstandes zu achten, wie das Geleitete. Nehmen wir einmal ein extremes Beispiel, um das ganz deutlich zu machen. Ein unbewaffnetes Handelsschiff von 20.000 Tonnen und mit 20 Knoten Geschwindigkeit, das geleitet wird von einem Trawler mit, sagen wir, zwei Geschützen und einer Geschwindigkeit von 15 Knoten, darf warnungslos versenkt werden, weil es sich dem Schutze des Trawlers anvertraut und damit des aktiven Widerstands schuldig gemacht hat. Wird aber dieser Schutz des Trawlers weggelassen, stattdessen dem Handelsschiff aber die Kanonen, die zwei Kanonen oder sogar vier oder sechs an Bord gegeben und ihm so ermöglicht, seine Geschwindigkeit voll auszunutzen, dann sollte es nicht mehr im gleichen Maße wie vorher des aktiven Widerstands für schuldig befunden werden. Ein solches Ergebnis scheint mir wirklich dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen. Nach der Auffassung der Anklage müsste das U-Boot
dieses an Kampfkraft weit überlegene Handelsschiff zunächst einmal zum Anhalten auffordern und abwarten, bis das Handelsschiff die erste Breitseite auf das U-Boot geschossen hat. Erst dann dürfte es seinerseits die Waffen einsetzen. Da jedoch ein einziger Artillerietreffer für das U-Boot fast immer tödlich ist, einem Handelsschiff aber in der Regel wenig ausmacht, wäre das Ergebnis die fast sichere Vernichtung des U-Boots. Wenn man eine Klapperschlange sieht, die sich aufrichtet, dann wartet man nicht, bis sie auf einen zuschnellt, sondern man vernichtet sie vorher. Das sind die Worte Roosevelts, mit denen er den Befehl an die amerikanischen Seestreitkräfte rechtfertigte, die deutschen U-Boote anzugreifen. Dieser Grund genügte ihm also, sofortigen Waffeneinsatz auch ohne Kriegszustand zu befehlen. Im Kriege aber ist es wohl einmalig, bei zwei bewaffneten Gegnern dem einen das Recht des ersten Schusses zuzubilligen und dem anderen die Pflicht aufzubürden, den ersten Treffer abzuwarten. Eine solche Auslegung widerspricht jeder militärischen Vernunft. Es ist daher kein Wunder, wenn bei so widerstreitenden Auffassungen die Völkerrechtler auch nach dem Londoner Vertrag und der Unterzeichnung des Londoner Protokolls von 1936 die Behandlung des bewaffneten Handelsschiffs im Seekrieg als eine ungelöste Frage ansahen. Auch hier möchte ich nur auf eine wissenschaftliche Quelle hinweisen, die sich besonders hoher Autorität erfreuen kann. Es ist der Entwurf eines Abkommens über die Rechte und Pflichten der Neutralen im Seekrieg, den führende amerikanische Professoren des Völkerrechts wie Jessop, Borchardt und Charles Warren im American Journal of International Law vom Juli 1939 veröffentlicht haben, zugleich mit einer Begründung, die eine vorzügliche Übersicht über den neuesten Stand der Meinung gibt. Artikel 54 dieses Entwurfs entspricht wörtlich dem Text des Londoner Abkommens von 1936 mit einer bezeichnenden Ausnahme. Der Ausdruck Handelsschiff ist ersetzt durch unbewaffnetes Schiff. Der nächste Artikel fährt dann fort. In their action with regard to enemy armed merchant vessels, belligerent warships, whether surface or submarine, and belligerent military aircraft are governed by the rules applicable to their action with regard to enemy warships. Diese Auffassung wird zunächst mit der historischen Entwicklung begründet. In den Zeiten, in denen eine Bewaffnung der Handelsschiffe üblich war, also bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts, war keine Rede von irgendeinem Schutz des Handelsschiffs vor sofortigem Angriff eines gegnerischen Kriegsschiffs. Mit der Einführung des Panzers wurde das Kriegsschiff dem bewaffneten Handelsschiff so überlegen, dass dessen Widerstand zwecklos wurde und die Bewaffnung daher allmählich aufhörte. Diese Wehrlosigkeit gegenüber dem Kriegsschiff und nur sie allein brachte dem Handelsschiff das Privileg ein, durch den Kriegführenden nicht ohne weiteres mit Waffengewalt angegriffen zu werden. As a merchantman lost effective fighting power, they acquired a legal immunity from attack without warning. Diese Immunität war niemals dem Handelsschiff als solchem konzidiert, sondern nur dem wehrlosen und ungefährlichen Handelsschiff. Dazu sagt der amerikanische Völkerrechtler Hyde im Jahr 1922, also nach der Konferenz von Washington und der erwähnten Root-Resolution über den U-Boot-Krieg. Maritime states have never acquiesced in a principle that a merchant vessel so armed as to be capable of destroying a vessel of war of any kind should enjoy immunity from attack at sight, at least when encountering an enemy cruiser of inferior defensive strength.
Rechtliche wie praktische Gründe veranlassen daher nach Unterzeichnung des Londoner Abkommens und kurz vor Ausbruch dieses Krieges die genannten amerikanischen Autoritäten zu der Auffassung, dass bewaffnete Handelsschiffe nicht gegen warnungslosen Angriff geschützt sind. Dabei wird auch die alte Unterscheidung zwischen defensiver und offensiver Bewaffnung als unbrauchbar abgelehnt. Bekanntlich hatte bereits der amerikanische Staatssekretär Lansing in seiner Note an die Alliierten vom 18. Januar 1916 den Standpunkt vertreten, dass jede Bewaffnung auf einem Handelsschiff dieses Schiff einem U-Boot an Kampfkraft überlegen mache und daher den Charakter einer offensiven Bewaffnung trage. Im späteren Verlauf des Weltkrieges haben dann die USA ihre Meinung dahin geändert, dass eine Aufstellung der Geschütze auf dem Heck als Beweis für den defensiven Charakter der Bewaffnung anerkannt werden könne. Einige internationale Abkommen und Entwürfe, sowie insbesondere die britischen Juristen, haben sich diesen Standpunkt zu eigen gemacht. Der Praxis des Seekriegsrechts wird er nicht gerecht. Zunächst einmal sind in diesem Kriege bei vielen Fahrzeugen die Geschütze von vornherein auf dem Vorschiff aufgestellt worden, zum Beispiel grundsätzlich bei Fischdampfern. Ferner befanden sich die für das U-Boot besonders gefährlichen Flakwaffen des Handelsschiffs häufig auf der Brücke, waren also nach allen Seiten verwendbar. Überdies lässt sich aber ein Unterschied zwischen defensiver und offensiver Bewaffnung aufgrund der Aufstellung der Waffen nicht durchführen. Dafür kommt es allein auf die Befehle an und auf den Geist, in dem diese Waffen verwendet werden sollen. Die Befehle der britischen Admiralität waren schon bald nach Kriegsbeginn in deutsche Hand gefallen. Ihre Vorlage ist durch den Beschluss des Tribunals ermöglicht worden. Sie sind enthalten zum Teil in den Confidential Fleet Orders und in der Hauptsache im Defense of Merchant Shipping Handbook. Ergangen sind sie im Jahre 1938. Es handelt sich also nicht um Gegenmaßnahmen gegen ein unerlaubtes deutsches Vorgehen, sondern sie sind umgekehrt erlassen zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland der Krieg nach dem Londoner Abkommen die einzige in Erwägung gezogene Form des U-Boot-Krieges war. Die Weisungen zeigen ferner, dass alle britischen Handelsschiffe vom ersten Tage des Krieges an nach Befehlen der britischen Admiralität handelten. Zur Frage der U-Bootsbekämpfung behandeln sie folgende Punkte. Erstens, die Meldung von U-Booten durch Funkentelegrafie. Zweitens, die Verwendung der Schiffsartillerie. Drittens, die Verwendung von Wasserbomben. Ergänzt wurden diese Weisungen durch eine am 1. Oktober 1939 durch Radio übermittelte Aufforderung, jedes deutsche U-Boot zu rammen. Es könnte nach dieser Übersicht unnötig erscheinen, über die defensive oder offensive Bedeutung solcher Befehle überhaupt zu reden. Die Befehle über die Verwendung der Artillerie durch Handelsschiffe treffen jedoch eine solche Unterscheidung. Und zwar sollen die Kanonen so lange nur defensiv verwendet werden, wie der Gegner sich seinerseits an die Bestimmungen des Völkerrechts hält. Und offensiv erst dann, wenn er das nicht mehr tut. Die Befehle über die praktische Durchführung dieser Richtlinien zeigen aber, dass zwischen der defensiven und der offensiven Verwendung überhaupt kein Unterschied besteht. Admiral Dönitz hat das in seiner Vernehmung im Einzelnen erläutert und ich will es nicht wiederholen. Tatsächlich hatte in allen Fällen das Handelsschiff von Kriegsbeginn an Befehl, auf jedes U-Boot zu schießen, das in Reichweite seiner Geschütze kam. Und so haben die Kapitäne der britischen Handelsschiffe auch gehandelt. Der Grund für dieses offensive Verhalten kann sicher nicht in dem Vorgehen der deutschen U-Boote
in den ersten Wochen des Krieges gefunden werden. Denn selbst der Bericht des britischen Foreign Office erkennt ja an, dass dieses Verhalten korrekt war. Dagegen mag die britische Propaganda eine große Bedeutung gehabt haben, die im Anschluss an die versehentliche Versenkung der Athenia am 3. September 1939 durch Reuter am 9. September die Behauptung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges verbreitete und beibehielt, obwohl das Vorgehen der deutschen U-Boote in den ersten Wochen des Krieges diesen Vorwurf widerlegte. Mit der Bekanntgabe des Rammbefehls der britischen Admiralität vom 1. Oktober 1939 wurde dann der Handelsschifffahrt erneut und offiziell mitgeteilt. Die deutschen U-Boote hielten sich nicht mehr an das geltende Seekriegsrecht. Die Handelsschiffe hätten ihr Verhalten dementsprechend einzurichten. Dabei scheint mir ohne Bedeutung, dass eine entsprechende schriftliche Ergänzung der Admiralitätsbefehle erst im Frühjahr 1940 herauskam. Denn der Seekrieg wird heutzutage nicht durch Briefe, sondern durch Funksprüche gelenkt. Nach diesen mussten jedoch die britischen Kapitäne vom 9. September, spätestens aber vom 1. Oktober 1939 ab, aufgrund des Handbuchs der Admiralität, ihre Kanonen offensiv gegen die deutschen U-Boote einsetzen. Der deutsche Befehl zum warnungslosen Angriff auf die bewaffneten feindlichen Handelsschiffe ging erst am 4. Oktober. Er war daher auf alle Fälle berechtigt, selbst wenn man eine unterschiedliche Behandlung von Schiffen mit defensiver und offensiver Bewaffnung anerkennen wollte. Die Geschütze der Handelsschiffe und die Befehle für ihre Verwendung waren jedoch nur ein Teil aus einem umfassenden System zur militärischen Verwendung der Handelsschifffahrt. Vom Ende September 1939 an erhielten gerade die schnellsten Schiffe, die also selbst durch das U-Boot am wenigsten gefährdet, andererseits zur U-Boot-Jagd aber besonders geeignet waren, Wasserbombenwerfer. Also Waffen, die ein Aufsuchen des getauchten U-Bootes erfordern und somit als typische Angriffswaffen zu werten sind. Von allgemeinerer Bedeutung und auch von einer größeren Gefahr für das U-Boot war jedoch der Befehl, jedes feindliche Schiff sofort bei Sicht nach Typ und Standort zu melden. Diese Meldung sollte, wie es in dem Befehl heißt, eine vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit ausnutzen, durch eigene See- oder Luftstreitkräfte den Gegner zu vernichten. Das ist eine eindeutige Verwendung aller Handelsschiffe zum militärischen Nachrichtendienst zwecks unmittelbarer Schädigung des Gegners. Wenn man bedenkt, dass nach dem Lazarettschiffabkommen sogar die Immunität des Lazarettschiffs aufhört, wenn es militärische Nachrichten dieser Art sendet, so kann man keine Zweifel über die Folgen eines solchen Verhaltens bei einem Handelsschiff haben. Wer mit dem Befehl und mit dem Willen zur See fährt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit den eigenen See- und Luftstreitkräften militärische Meldungen über den Gegner abzugeben, nimmt während der ganzen Dauer seiner Reise an den Feindseligkeiten teil und hat nach dem erwähnten Bericht des Juristenkomitees von 1930 keinen Anspruch darauf, als Handelsschiff angesehen zu werden. Jede andere Auffassung würde der unmittelbaren Gefährdung nicht gerecht werden, die eine Funkmeldung für das gemeldete Schiff bedeutet und die es oft schon nach wenigen Minuten dem Angriff der feindlichen Flugzeuge aussetzt. Alle Weisungen der Admiralität zusammen ergeben, dass die britischen Handelsschiffe vom ersten Tage des Krieges an fest eingegliedert waren in das System der britischen Marine zur Bekämpfung der feindlichen Seestreitkräfte. Sie waren ein Teil des militärischen Nachrichtennetzes der britischen Kriegsmarine und Luftwaffe. Und ihre Ausrüstung mit Kanonen und Wasserbomben, die Ausbildung an den Waffen und die Befehle über den Einsatz waren eine Angelegenheit der britischen Kriegsmarine. Wir betrachten es als ausgeschlossen, dass man eine so zum Kampf bestimmte und gebrauchte Handelsflotte zu den Schiffen rechnen kann,
den der Schutz des Sonderprotokolls vor warnungsloser Versenkung zusteht. Aufgrund dieser Auffassung, in Verbindung mit der rapide vervollständigten Bewaffnung aller feindlichen Handelsschiffe, erging dann am 17. Oktober 1939 der Befehl, alle feindlichen Handelsschiffe warnungslos anzugreifen. Zusammenfassend. Dr. Kensbüller, the premier will break off now. Hello, sound recording. Stop cutting. Adjourn.